Hallo und herzlich willkommen zu VoiceOver Cast. Ich habe mir den Suzuki Jimny mal eben ausgeliehen vom Jan Gleitzmann. Der zeigt dir dann demnächst in langer Version, aber heute jetzt einfach mal meinen persönlichen Fahreindruck, nicht mehr und nicht weniger. Die ganzen Informationen unten in den Shownotes verlinkt. Den Suzuki Jimny, als ich den das erste Mal auf der Messe gesehen habe, habe ich gesagt, wow, das sieht aus wie eine kleine G-Klasse. Deswegen nenne ich ihn jetzt auch schon Jimny mit G, ne? Jimny. Aber ich habe den das erste Mal gesehen und habe gesagt, den musst du unbedingt fahren. Dann habe ich angefragt bei Suzuki und dann haben die gesagt, ja, den will momentan jeder haben. Und ich glaube, den Suzuki-Händlern geht es nicht anders. Die dürften da rein, theoretisch müsste man den in die Bude einrennen. Denn ihr bekommt hier ein Offroad-Fahrzeug, ein Allradfahrzeug zum günstigen Preis mit eigentlich allen Tugenden, die so ein Allradfahrzeug haben muss. Und sogar noch ein bisschen Luxus obendrauf. Es gibt zum Beispiel Apple CarPlay, ihr habt zum Beispiel ein großes Infotainment-System, ihr habt ein Tempomat, ihr habt einen Geschwindigkeitsbegrenzer, ihr habt einen Spurhalteassistent, ihr habt einen vernünftigen Handbremshebelgriff, ihr habt eine Sitzheizung links und rechts und die ist so heiß, die brennt euch den Hintern weg. Ihr habt hier eine Klimaanlage, ihr habt ein elektrisches Fenster links und rechts, links mit Automatik, rechts leider ohne, böse, böse. Ihr habt da hinten zwei, naja, ich sag mal Notsitze, da würde ich nicht mal meine Kinder platzieren. Spart euch die beiden Sitze da hinten, macht da die Ladefläche raus, dann habt ihr sogar ein bisschen Gepäckraum hinter euch. Und dann habt ihr wirklich ein Auto, mit dem ihr mal auch mal wirklich ein bisschen Gelände fahren könnt und nicht nur auf dem Wald- und Wiesenweg, denn der kann schon ein bisschen mehr. 2H, 4H, 4L, also Low und High, Allradantrieb, 5-Gang manuell, kurze Schaltwege. Hat mich gewundert, denn der Griff ins Lenkrad, das ist so ein Griff ins Sofakissen. Machen wir uns da nichts vor, das ist nicht direkt. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, man ist, naja, ein bisschen getrennt von dem, was man eigentlich vorhat. Ja? Ist aber ganz normal in dieser Klasse eigentlich, ist aber beim Suzuki Jimny noch ein bisschen ausgeprägter. Ich nenne das jetzt mal wie so eine Zeitreise in die 80er Jahre. Und stellt euch einfach vor, ihr sitzt in einer G-Klasse der 80er Jahre, wo ein paar Tuner hier so ein bisschen was am Hi-Fi gemacht hat und ein paar Assistenzsysteme nachträglich eingebaut hat und dann seid ihr richtig. Das gilt auch hier für so Sachen wie die Sonnenblenden oder auch grundsätzlich so die Beleuchtung hier im Innenraum. Das ist alles so ein bisschen altbacken, rustikal, leicht abzuwischen, sicherlich auch kratzerempfindlich und alles, was man hier so anfassen muss, das ist auch Hartplastik. Aber wisst ihr was? Egal was hier, was normalerweise bei jedem anderen Wagen kritisieren würde, hier tue ich es nicht, denn ich finde es wirklich grandios. Gut, so richtig für lange Strecken ist da natürlich nichts. Ich glaube, mit einem Verbrauch so um die 9 Liter kann man den bewegen, sicherlich auch sparsamer. Wenn man ihn dann allerdings ein bisschen quält, damit er auf Touren kommt, dann braucht ihr um die 9 bis 10 Liter. Das heißt, ihr kommt so schätzungsweise 400 Kilometer in einer Tankfüllung. Aber dafür ist er ja auch gar nicht gedacht eigentlich. Ne? Eigentlich ist er ja gedacht für die Förster oder für die Jäger oder für diejenigen, die einfach schon immer mal eine G-Klasse haben wollten, sich aber nie eine leisten konnten. Die können sich jetzt eine Mini-G-Klasse vor die Tür stellen. Und ich finde den wirklich grandios. Das klingt jetzt hier wie ein Werbebeitrag, ist mir egal. Ich werde nicht von Suzuki dafür bezahlt. Ich finde den wirklich grandios. Und ich habe heute 3 G-Klasse-Fahrer gesehen, die haben alle dem Jimny hinterher geguckt. Und ich glaube, das allein ist das schon ein Zeichen, dass das hier was ganz Besonderes ist. Würde ich mir kaufen? Ja, würde ich wirklich. Tue ich aber nicht, denn er bietet für mich persönlich zu wenig Platz tatsächlich. Dann doch gerade Bereich hinten, denn ich habe halt nur mal 2 Kinder und die muss ich irgendwie transportieren und die möchte ich einfach nicht reinstecken. Würde ich ihn für mich privat kaufen? Für mich ganz alleine. Nur für mich so als Spaßauto? Auf jeden Fall. Allerdings würde man dann meine Frau momentan aufs Dach steigen. Allerdings, der Suzuki Jimny steht bei mir ganz weit oben auf der Liste der bezahlbaren Fahrzeuge mit einem gewissen Spaßfaktor. Und Spaß bewerte ich jetzt hier nicht in Beschleunigung, höhere Geschwindigkeit oder Fahrspaß im Sinne von sportlich fahren, sondern einfach von, ich steige hier ein und habe einfach Bock. Das macht einfach tierisch Bock. Ich kann es gar nicht beschreiben, denn das ist eigentlich fernab von dem, was ich sonst gut finde. Ich sag mal so, man lenkt hier ein und dann hat man das Gefühl, der kippt gleich um. Kippt aber nicht. Man gibt Gas und gut, dann passiert erstmal nicht so ganz so viel. Ne? Das heißt, man muss ihm wirklich ein bisschen Drehzahl geben. Dann passiert da auch ein bisschen was, aber nicht so ganz so viel. Also wie gesagt, alles, was ich normalerweise kritisieren würde, auch von der Haptik her, ja, stört mich hier gar nicht. Nicht im geringsten. Ja? Was ich loben möchte, ist das Infotainment-System. Das ist pfiffig, gerade auch in Verbindung mit Apple CarPlay. Funktioniert gut. Was ich auch loben möchte: Tacho, Drehzahlmesser, kann ich alles super ablesen. Lenkrad liegt gut in der Hand. Ich vermisse eine gute Höhenverstellung. Ich vermisse einen Einklemmschutz für den Beifahrer. Und das Lenkrad lässt sich in der Höhe verstellen. So, ihr hört es fällt da so runter.
Wir haben hier eine Tachoanzeige, die in der Mitte, die kann ich durchschalten. Da kann ich mir auch nochmal die Höchstgeschwindigkeit, die ich fahren darf, anzeigen. Denn der hat sogar eine Geschwindigkeitserkennung. Und ansonsten, wie gesagt, ich kann hier gar nicht so wirklich viel meckern. Denn das grenzt sich schon fast an Liebe. Tja. USB-Anschluss vorne, 12-Volt-Anschluss, zwei Getränkehalter, ein bisschen weit hinten platziert. Aber ansonsten, ich finde den gut. Ich finde den wirklich gut. Und das habe ich euch jetzt genug gesagt. Deswegen die Frage an euch, wie gefällt euch der Suzuki Jimny? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und wenn ihr ein langes Review dazu sehen wollt, schaut rüber zum Jan, der hat das bald. Der dreht das nämlich. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, den Wagen noch ein bisschen länger zu sehen. Und ich kann mich gar nicht satt sehen an der Farbe. Und ich finde das toll, wenn man rausguckt, man sieht die Motorhaube. Ich gucke in den Spiegel und sehe die Radlaufverbreiterung. Das ist toll. Deswegen, das war's für VoiceOver Cars. Bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao.